Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch zu Beginn von einer Begebenheit mit meiner Mandantin erzählen, die mich erschüttert, aber auch sehr empört hat. Sie kam in einer Erbangelegenheit etwas verspätet zu mir in die Kanzlei und war sichtlich aufgelöst. Als ich sie versuchte, ein wenig zu beruhigen, entschuldigte sie sich für ihr zu spät kommen und musste unbedingt ihr kurz zuvor Erlebtes bei mir loswerden. Ich möchte euch diese Begebenheit kurz so schildern, wie die Mandantin mir dies erzählt hat. Sie als Kassenpatientin brauchte dringend einen Facharzttermin. Auf diesen musste sie schließlich 9 Wochen warten. Es war Herbst, die Grippewelle war deutlich zu spüren. Der Warteraum war voll und bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war Unruhe zu verspüren, überall Schniefen und Niesen. Die allgemeine Stimmung bei den wartenden Patienten war spürbar getrübt. Nach gefühlter unendlicher Wartezeit wurde sie schließlich aufgerufen und saß ihrem Arzt gegenüber. Der Arzt begann mit der Untersuchung und musste kurz mal aus dem Zimmer. Als er dann wieder hereinkam, ertönte aus seinem PC ein Tonsignal und der Arzt sagte zu meiner Mandantin, dass ihre Behandlungszeit abgelaufen sei. Meine Mandantin war baff erstaunt und fragte, wie das sein kann. Die Antwort des Arztes: Er habe aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen seine Praxisabläufe straff durchorganisieren müssen und mehr Zeit sei für sie heute eben nicht. Soweit diese Geschichte. Ich denke, ihr könnt alle nachvollziehen, dass mir der Mund offen stehen blieb. Dieses Erlebnis hat meinen Entschluss zu kandidieren noch einmal untermauert. Ich will nicht, dass in diesem Land auch nur ein Patient in Zukunft ein Arzt klingeln hören muss. Gesundheit ist keine Ware und sie darf es auch nicht sein. Sie ist für mich grundsätzlicher Bestandteil der sozialen Gerechtigkeit. Und sie ist auch Ausdruck der konkreten Auseinandersetzung mit der Klassengesellschaft in unserem Land. Und diese Klassengesellschaft ist auch in jedem Wartezimmer wahrzunehmen. Die einen warten monatelang auf einen Termin, für Privatpatienten hingegen wird dagegen sofort etwas frei. Es darf auch nicht sein, dass wichtige Therapien und Maßnahmen nur von Vermögenden aus privater Tasche geleistet werden können. Und die Menschen werden auch deswegen krank und immer kränker, weil Ausbeutung und Demütigung am Arbeitsplatz zunehmen. Nicht erst an Wahlabend, sondern heute und hier möchte ich klar sagen, wer die Erhöhung des Rentenalters auf 69 oder 70 Jahre fordert, spielt aus Profitinteressen mit der Gesundheit der Menschen. Ich bin eine konsequente Gegnerin einer Politik, die die Bürger krank macht. Sowohl in der alten Bundesrepublik als auch in der DDR haben die Menschen ein Gesundheitssystem mit anderen Möglichkeiten und Maßstäben erlebt. Die forcierte Einführung der Zweiklassenmedizin, die Absenkung sozialer Standards war kein Sachzwang. Sie war der von Seehofer, Schröder und Merkel exekutierte Wille der Wirtschaftsverbände. Schlussendlich eins schäbig. Dieses spaltende System, das am Ende nur der Pharmaindustrie und den Versicherungen dient, möchte ich mithelfen, grundlegend zu verändern. SPD und Grüne sagen nun im Vorfeld der Bundestagswahl, dass sie die Bürgerversicherung, dass sie die ungerechten Zusatzbeiträge, die sie eingeführt haben, wieder abschaffen wollen. Sie kündigen auch an, die Parität bei den Beiträgen zur Krankenversicherung, die sie selbst zerstört haben, wiederherstellen zu wollen. Sie haben also fast ein Jahrzehnt gebraucht, um zumindest in dieser Hinsicht zur Vernunft zu kommen. Ein Jahrzehnt, in dem Sie uns immer wieder versichert haben, wie unrealistisch diese Ansichten, die Sie sich jetzt zu eigen machen, doch waren. Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir brauchen auch parlamentarische Partner für unsere Politik. Denn schließlich haben wir auch in vielen anderen Politikbereichen die Erfahrung gemacht, dass wir mit unseren Forderungen richtig lagen, aber leider keine parlamentarische Mehrheit dafür hatten. Doch sind SPD und Grüne wirklich unsere entscheidenden Bündnispartner? Wie zuverlässig sind sie? Wenn sich jetzt beide auf uns zubewegen und Teile der Agenda 2010 abräumen wollen, dann sage ich persönlich ganz realpolitisch: Freunde, das wäre doch ein Fortschritt, wenn ihr den Worten Taten folgen lasst.
Die soziale Frage ist für mich jedoch unteilbar, und wer über die Agenda 2010 redet, der muss über alles reden, was dieses Land in die soziale Ungerechtigkeit geführt hat. Also auch die Absenkung des Rentenniveaus, die Dumpinglöhne und Hartz IV über das Willkürregime rechtswidriger Sanktionen. Unsere wichtigsten Bündnispartner in der Gesellschaft sind in der Gesellschaft und nicht in anderen Parteien zu finden. Es sind die Männer und Frauen unter den Arbeitern, Angestellten und Selbstständigen, die einen politischen Wechsel für mehr Gerechtigkeit wollen. Für mich gehört eine Veränderung des aktuellen Politikstils und eine Systemveränderung auch im Gesundheitsbereich mit zu den wichtigsten Forderungen. Unsere Bündnispartner für solche Veränderungen sind die Beschäftigten des Pflegesektors, diejenigen Mediziner, die ein besseres Gesundheitssystem wollen. Es sind die Menschen in der Kommunalpolitik, die vor Ort um den Erhalt von Krankenhäusern ringen. Und es sind die Gewerkschaften, die gegen die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitssystems kämpfen. Wir müssen es schaffen, mit dem Thema Gesundheit möglichst viele Menschen in der Gesellschaft in meinem Umfeld zu erreichen. Und wenn wir uns gemeinsam mit dem Thema Gesundheit richtig und klug aufstellen, davon bin ich überzeugt, können wir viele Menschen wegen deren direkter Betroffenheit erreichen und für unsere Ideen gewinnen. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist mein fester Wille, mich mit großem Engagement in unserer Bundestagsfraktion für die Ziele einer gerechteren Gesundheitspolitik für alle Menschen in diesem Land einzusetzen. Nur ein aktuelles Beispiel. Jeder hat die Meldungen der letzten Tage im Ohr, wo es unter anderem um die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Hebammen und die zum Teil daraus resultierenden dramatischen Folgen werdender Mütter geht. Eine Schande. Für mich sind in linker Gesundheitspolitik vor allem drei Kernpunkte wichtig. Erstens, eine einheitliche Gesundheitsversicherung für alle. Dazu gibt es keinen Kompromiss. In einer solidarischen Gesellschaft müssen alle füreinander da sein. Zweitens, es darf niemals ein Thema des persönlichen Geldbeutels sein, sondern ist klarer, elementarer Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge. Drittens, eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen erfordert unbedingt die dafür notwendige Zeit. Eine umfassende Fürsorge und die entscheidende Grundlage für eine gute Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, nämlich ein Vertrauensverhältnis. Ich möchte für ein humanistisches, an den wirklichen Bedürfnissen der Patienten orientiertes Gesundheitssystem streiten. An dieser Stelle noch einiges zu mir. Ich bin nunmehr seit 34 Jahren Mitglied dieser Partei. Ich habe in der DDR die Ausbildung zur Facharbeiterin mit Abitur gemacht und war fortan 20 Jahre stolze Bahnerin, und das in verschiedenen Positionen. Von 1984 bis 1990 habe ich neben der Arbeit studiert, seitdem bin ich Diplomjuristin. Nach der Wende musste ich dann miterleben, was passiert, wenn ein öffentliches Unternehmen verscherbelt werden soll. Die damaligen Privatisierungspläne eines gewissen Herrn Medon hätten zur Folge gehabt, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus meiner Abteilung hätte kündigen müssen. Weil ich dies aber für grundweg falsch hielt, habe ich mich geweigert und bin daraufhin gegangen worden. Aber ich stehe dazu und ich würde es wieder so tun. Denn für meine Überzeugungen einzustehen, ist mir wichtig, selbst wenn es zu meinem persönlichen Nachteil ist. Durch meine Erfahrung in verschiedenen politischen Funktionen und durch meine anwaltliche Tätigkeit bin ich oftmals mit dem Problem der gespaltenen Gesellschaft konfrontiert. Ich erlebe jeden Tag, dass es gerade die Ärmsten sind, denen man mit Verachtung und oftmals Ignoranz begegnet und für die häufig keiner seine Stimme erhebt. Für diese Menschen möchte ich mich einsetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, mit meiner Kandidatur für Listenplatz 5, für den ich mich hier eindringlich bewerbe, werde ich alles Mögliche tun, den großen Vertrauensvorschuss, den mir die Genossinnen und Genossen in meinem Wahlkreis mit auf den Weg gegeben haben, gerecht zu werden.
Ich möchte ganz persönlich dazu beitragen, dass die Menschen in unserem Land auch durch mein Auftreten wieder für unsere humanistischen Ideale und sozialen Ideen begeistert werden, sie für eigene aktivere Beteiligung in der Politik gewonnen werden. Ich bin gleich fertig. Seit 1996 arbeite ich als Rechtsanwältin. Dabei erlebe ich jeden Tag unsinnige, schlecht gemachte und für die meisten Menschen nachteilige Gesetze. Und um euch das ganz unverblümt zu sagen, solche Gesetze anwenden zu müssen, die anders sein könnten, entspricht nicht meiner Auffassung von Gerechtigkeit. Und auch damit möchte ich mich nicht länger abfinden müssen. Als Anwältin muss ich die Gesetze auslegen und anwenden. Als Politikerin hingegen kann ich sie mitgestalten und verändern. Und ich möchte, dass es endlich Gesetze gibt, die für jedermann auch verständlich sind. Und sie sollen vor allem eines sein: sozial und gerecht. Ein Satz. Und genau dafür möchte ich mich gemeinsam mit allen anderen in der linken Fraktion einsetzen.